Da hat sich der Pumuckl allerdings gewaltig getäuscht. Ihr wisst doch alle, wer der Pumuckl ist. Oder etwa nicht? Der Pumuckl, das ist ein kleiner Kobold. Was ein Kobold ist, das wisst ihr aber. Oder auch nicht. Ein Kobold ist ein munziger, meistens unsichtbarer Hausgeist. Meistens ist er unsichtbar, aber nicht immer. Es gibt nämlich jemanden, der seinen Kobold sehen kann. Der Schreinermeister Eder. Bei dem lebt tatsächlich so ein kleines, strubbeliges Männchen. Eben der Pumuckl. Der ist gerade etwa so gross, dass er auf dem Meister Eder seiner Hand hückeln kann. Und meistens ist er daran schuld, wenn plötzlich etwas verschwunden ist, wo man vorher schön ordentlich an seinen Platz gelegt hat. Der Meister Eder hat ganz allein gelebt. Er hat keinen Gehilfe gehabt, keinen Lehrbub, keinen Hund, kein Büsi, keinen Kanarienvogel, keinen Goldfisch. Nur der Pumuckl. Ja, und von dem hat er auch die längste Zeit nichts gewusst. Bis dann einmal an einem Tag die Geschichte mit dem Leimkübel passiert ist. Und das ist so gewesen. Schon den ganzen Tag ist es in der Schreinerwerkstatt wie verhext zugegangen. Ja, Sterne, Feufi, wie manchmal muss ich heute eigentlich noch meine Feile suchen. Ich habe sie doch grad vorig Nacht noch angekleidet. Oh, da liegt sie, auf dem Stuhl. Wie kommt denn die da an? Ja, da muss ich noch ein bisschen abfeilen. Und dann passt das Schloss aufs Töpfchen rein. So, ja. Wo sind jetzt wieder die Schrauben? Donner und Doria, ich weiss doch ganz genau, dass ich die Schrauben da angetan habe. Oder bin ich schon so alt und vergesslich? Es ist zum Stiegelisinnig werden. Die Schrauben sind nicht mehr da. Gottlob habe ich noch genug Schrauben in der Schraubenkiste. Hier wird ja Gott wohl nicht auch verschwunden sein. Oh. Nein, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Also, die ganze Kiste ausgeleert. Nägel. Schrauben, Mütterli, alles Krüsi-Müsi durcheinander. Eine schöne Geschichte. Wenn jetzt Frau Möckli ihr ein Kästchen abholen will, bin ich natürlich wieder nicht fertig. Was ist denn das gewesen? Hat's da eine Maus in der Werkstatt? Wart nur, die kann ich gleich. Mäus kann ich nicht verputzen. Noch kein Mäus. Ah, dort ist sie. Jetzt hast du einen ausbeizen, du freche Maus. Ich rühr dir ein Holzscheit an. Oh, bei mir wirst du nicht fett. Ja, so. Dort beim Leimkübel bist. Wart noch. Was ist denn das? Ein schöner Mist. Ich schnapp, glaub, über. Da ist ja ein rotes Viech an meinem Leimkübel kleben geblieben. Vielleicht... Ja, vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Blödsinn, ich bin kein Vogel. Ich bin der Pumuckl und klebe an deinem dummen Kübel. Ich will nicht kleben, ich will leben. Weg, pfui. Donner und Doria, das hat ja einen Kopf und zwei Füße. Und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen. Tatsächlich. Und alles ganz munzig klein. Das ist ja zum Lachen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich will weg. Fort und weg. Seh, tu doch nicht wie Letz. Ich hilf dir schon. Hoffentlich verbrichst du nicht, wenn wir dich anlangen. Blödsinn! Ein Kobold verbricht nie. Was bist du, ein Kobold? Natürlich, das sieht man doch. Und jetzt hilf mir endlich, dass ich von dem klebrigen, grusigen Kübel wegkomme. Langsam, du kleine Wicht. Ich bin ja schon dran. So, jetzt. Also, ich weiss wirklich nicht, ob ich wach bin oder träume. Ich kann dich ja klüben. Au! Ich lübe schnell, ich lübe geschwind, ich lübe, weil ich's lustig finde. Nein, schau auch, wie der rumhüpft. 10 cm gross und hüpft wie ein Heugümper. Hör auf lachen, sonst versteck ich dir gerade wieder deine Feile. Ciao, auf nimmer wiederfinden. Lass die Feile da. Nein. Du, sag mal, du Loser. Bist du das gewesen, wo da immer alles versteckt hat? Der Pumuckl nickt, der Pumuckl versteckt und keinen entdeckt, was er versteckt. Der Meister Eder hat auch nichts gemerkt. Du meinst nichts gemerkt? Ja, das meine ich. Aber dann reimt sich's nicht und ich tu doch so gerne reimen. Ich hab's aber gleich gemerkt, dass du das gewesen bist, wo alles zunder Opsi gemacht hat. Aber nur weil ich sichtbar worden bin. Der dumme Leim hat doch willen auf die Seite kumpen wegen dem Holzscheit. Da bin ich ja der blöde Leimkübel angekommen und dran kleben geblieben. Ich könnte mir zwei Haare ausreißen vor Wut. Du hast ja noch genug Haare auf deinem Wuschelkopf.
Es würde überhaupt nicht schaden, wenn du mal ein bisschen strehlen würdest. Strehlen? Pfui! Sichtbar sein! Pfui! Ich bin sichtbar! Sichtbar sein ist die grösste Schande für einen Kobold. Ja, auch noch. Das ist doch kein Grund zum Heulen. Ich bin auch sichtbar und brülle nicht. Aber du bist ein Mensch. Du musst sichtbar sein. Aber ich... Wieso? Das verstehe ich nicht. Bist du denn sonst nicht sichtbar? Nein, nur weil ich leben geblieben bin. Wenn ein Kobold an einem menschlichen Gegenstand hängen bleibt oder von einem Mensch gehebt wird, dann wird er sichtbar. Das ist Koboldgesetz. Ui, da komm ja direkt Hühnerhaut über. Aber von mir aus kannst du gern wieder unsichtbar werden. Wer mich einmal gesehen hat, der wird mich immer sehen. Koboldgesetz. Unsichtbar bin ich nur noch für die anderen Menschen. Koboldgesetz. Ein dummes Gefühl, wenn man sichtbar ist. Es hat ein dummes Gefühl. Aber los einmal. Wenn du jetzt fortlaufst, weiter weg und nie mehr kommst, dann kannst du doch unsichtbar bleiben. Ich muss aber für immer und ewig bei dem bleiben, der mich gesehen hat. Koboldgesetz. Ich weiss eigentlich nicht, ob mir das passt, dass du jetzt immer da bleibst. Ich weiss es auch nicht. Aber es ist ja so. Eine schöne Geschichte. Und ich bin noch rundum voll ihm. Warte, ich hole mal ein bisschen warmes Wasser. Vielleicht ist es ganz gut, dass du da bist. So ein Heinzelmännli kann man manchmal brauchen. Heinzelmännli! Sag das nie mehr. Heinzelmännli! Pfui! Was hast du? Heinzelmännli sind doch... Ein elendes Lumpenpack. Die arbeiten ja alle. Pfui! Ja, bist du denn kein Heinzelmännli? Blödsinn, ich bin ein Kobold. Ein Kobold, der es lustig hat. Juppe, die, tralala. Die Heinzelmännli sind blöd und dumm. Die arbeiten fleissig und krampfen sich rum. Pfui, 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 pfui. Also bei mir da in der Werkstatt wird auch geschafft. Ich muss auch Tag aus, Tag ein fleissig sein. Aber ich nicht. Ich pfus lieber in den Hobelspö. Da ist es schön warm und weich. Sichtbar sein macht einem Schüli müde. Excuse, aber ich muss jetzt ein bisschen abrücken und schlafen. So, aber nicht da in der Hobelspö. Wieso nicht? Dann muss ich doch wischen zu Abend, wenn ich die Werkstatt aufräume. Nein, das muss nicht. Mal, das muss ich. Ordnung muss sein. Und dann rühre ich Diamant noch fort mit der Hobelspö. Nein, das machst du nicht. Der Kelly leitet sie wirklich einfach an. Grusig müde macht sichtbar sein. Mach die Augen zu und schlaf gerade ein. Und dichter tut er sogar noch im Halbschlaf. Ja, ein Dichter und ein Kobold ist präzis gleich. Ach so? So etwas? Also nein, so etwas? Hey, du! Er pauset schon tief. Nicht ist er ja der kleine Kelly. Aber das darf doch alles gar nicht wahr sein. Sterne Pfeife, das kann nicht wahr sein. Sehe ich den Gespenster oder Kobold oder weiss der Gucke was? Das halte ich nicht aus. Das muss ich jemandem erzählen. Der Meister Eder hat seine Kappe genommen, immer wieder den Kopf geschüttelt und ist zur Werkstatt aus. Auf seinen Schrecken aber hat er einen Schluck müssen trinken. Er ist in die Wirtschaft gegangen, am Ecken vorne, und hat dort am Stammtisch ein paar befreundete Handwerker getroffen. Dann hat er von seinem gespässigen Koboldererlebnis erzählt. Man kann sich ja vorstellen, wie die Männer haben müssen lachen. Sie haben dem Meister Eder beweisen, dass er entweder ein Vögel im Kopf hat oder beim Schaffen eingepfuset sei und das alles nur geträumt hat. Vor allem der dicke Schlossermeister Meier hat sich den Bauch müssen vor Giggeln. Wie heisst das Wunderzwergel? Kuhbockel? Oder Schnurgockel? So etwas Gespunnes. Gang heim, jeder, geh ausschlafen und geh weiter träumen. Der sieht am heiter, hellen Tag einen Kobold mit roten Haaren. Was siehst du? Heute Nacht kommt ein neues Gespenst mit geckerigen Haaren. Ach komm, verreiss mit deiner Märli-Geschichte. Der Schlosser Meier hat es so weit gebracht, dass der Schreinermeister Eder auf dem Heimweg tatsächlich angefangen hat zu zweifeln, ob er den Kobold wirklich gesehen hat oder nicht. Ganz leise hat er die Werkstatttür aufgemacht und ist vorsichtig zum Hobelspähhaufen angeschlichen. Also, wenn ich das alles nur geträumt habe, dann stimmt wirklich etwas nicht mehr in meinem Oberstübli. Dann muss ich zum Doktor. Mir wird's ganz Angst. Pumuckl. Kein Pumuckl da. Nicht.
Ich glaube, ich bin tatsächlich übergeschnappt. Pumuckl! Vielleicht hat er sich neu mit versteckt. Ja, er kann ja aufgestanden sein und sich irgendwo verkrochen haben. Unter einem Hobelbank. Oder auf einem Gestell. Nein, das ist er nicht. Da ist auch nichts. Pumuckl! Ich habe also nur geträumt. Am heiter hellen Tag. Der Meier hat recht gehabt, ich bin ein Spinner. Schade. Jammer schade, dass es nur ein Traum war. Was ist? Wo bist du? Oje, bin ich jetzt verschrocken. Ah, Sie sind's, Frau Möckli. Ja, entschuldigen Sie, Herr Eder. Ich wollte nur wegen meinem Kästchen fragen. Ist es fertig? Fast ja, ich muss nur noch das Schloss einpassen. Wenn ich die richtigen Schräubchen dazu finde. Es könnte nämlich sein, dass... Sind's die da? Ja, die sind's. Die liegen ganz genau da, wo ich's parat gelegt habe. Sie sagen das, wie wenn das etwas Trauriges wäre. Ist es auch. Aber mein Schraubenzieher ist fort. Ja, da bleibt doch einer. Stimmt. Also, dann trüllt man halt die Schrauben nie. Ich wollte sie aber nicht drängen, Herr Eder. Ich bin nur gerade zufällig an der Werkstatt vorbeigekommen. Es macht nichts, wenn sie erst morgen oder übermorgen fertig werden. Nein, ich habe nicht wegen dem gesäufzt, sondern... Au! Au! Haben Sie sich wehgetan? Ja, woher? Er hat mich gekloppt. Wer? Ich habe es also doch nicht geträumt. Ja, wer hat sie denn gekloppt? Wer? Natürlich der... Ui, Herr Eder, Nagelkiste! Haben Sie gesehen, Frau Möckli, wie die runtergefallen ist? Schwupp, bums und unten mit einem Schwung. Nein, so etwas. Nein, ja, so etwas. Ja, so lustig finde ich das jetzt auch wieder nicht. Nico, die sind ja über den ganzen Boden verstreut. Die listen das schon wieder auf. Wer? Eben der, der, der es runtergerührt hat. Hey, was ist jetzt das für eine Heuerei? Wo kommt dann plötzlich das Sackmal her? Jetzt schauen Sie mal das. Bin ja voll ein Sackmal. Ja. Das ganze Kleid ist verdreckt rundum. Ja, tatsächlich. Also, ja, Sie finden das Koppel noch lustig. Sie würden auch gescheit das Gestell da mal runterputzen. Das ist ja der Gipfel, was da für ein Staub da dran ist. Ja, stimmt, wirklich verrückt. Jetzt hörst du aber auf da oben, gell? Es langt. Da nützt die Befehle nichts. Abstauben müssen Sie und den Dreck abholen. Da haben Sie recht. Absolut. Ich hole ihn gerade runter, den Dreckfink. Ich meine, der Kolossalstaub da oben. Ja, also ich glaube, es ist besser. Ich gehe wieder. Sie können mein Kästchen ja dann bringen, wenn es fertig ist. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Du bist mir ein Loser, Pumuckl. So Lumpereien darfst du wirklich nicht mehr machen, auch wenn du ein Kobold bist. Hast du gehört? Vertreibst du mir ja die Kundschaft. Verstehst du mich? Ich habe gefragt, ob du mich verstehst. Pumuckl. Pumuckl, gib doch Antwort. Ich weiss doch, dass es du gsi bist. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich habe doch schon Angst gehabt, ich sehe nicht mehr recht im Kopf. Pumuckl, ich bin doch so froh, dass ich nicht spinne. Nagelkiste fliegt und sag mal stübt. Der Pumuckl freut sich, niemand bereut. Pumuckl, wo bist du denn? Niemand findet den Pumuckl, wenn der Pumuckl nicht will. Niemand. Ja, niemand ausser mir. Hat ihr schon gesehen? Opferwitsch! Lass mich los! Ich habe vergessen, dass ich für dich sichtbar bin. Lass mich los! Nein, mein Lieber, dich lasse ich jetzt nicht mehr los. Ich bin froh, dass ich dich wieder habe. Du siehst auch aus, du Grüssel. Voller Staub und sag mal, dich muss mir zuerst einmal zünftig abbürsten. Warte, da habe ich einen Pinsel. Komm, heb an. Hör auf! Das kützelt! Hör auf! So, jetzt siehst du schon ein bisschen ordentlicher aus. Aber in meiner Nase hat es immer noch... Gesundheit, Pumuckl. Was ist denn das in meiner Nase? Staub! Wenn man Staub in der Nase hat, muss man niessen. Was man alles muss, wenn man sichtbar ist. Darfst du mir glauben? Für mich ist es auch gespässig, dass ich plötzlich einen sichtbaren Kobold in der Werkstatt habe. Aber das ist jetzt halt einmal so. Glatt, gell? Ja, kugel glatt, gell? Aber noch glatter war es, wie der Staub auf Frau Möckli runtergewirbelt ist. Die arme Frau Möckli hat den Staub ins Röckli und sag mal in den Söckli. Ui, ist das Schröckli. Ja, Pumuckl.
Aber jetzt muss er das Kästchen fertig machen. Wir können dann nachher weiter plaudern. Jetzt muss ich arbeiten. Jetzt darfst du mich nicht stören. Und wenn ich gleich störe? Wenn ich zum Beispiel... Halt, lass meinen Schraubenzieher da! Ich lasse ihn da und lasse ihn dort und lasse ihn dort und lasse ihn da und tue ihn plötzlich in den Rücksli auf den Boden fallen lassen. Bummuckel! Na bitte, bist brav! Ja, ja, ich bin brav. Sehr brav. Koboldsbrav. Und wenn ein Kobold koboldsbrav ist, dann muss man das auch sehen. Dann sieht man zum Beispiel eine Sagmalwolke. Bummuckel! Und man muss es hören. Los mal, wie brav ich bin. Hui, mir gefällt's bei dir. Ich bin eigentlich fast kein bisschen überhaupt nicht mehr traurig, dass ich hier bleiben muss. Oh, Bummuckel, ich sehe den Schlossermeister Meier kommen. Der hat mich am meisten ausgelacht wegen dir. Wenn er dich jetzt sieht, vergeht ihm das Lachen ziemlich sicher. Ja so, du bist ja jetzt für die anderen unsichtbar. Schade. Excuse, ich kann nur anschauen, ob du wieder gesund bist. Du siehst einmal wieder ganz normal aus. Ist alles klar? Alles. Siehst du jetzt? Ja, ich habe mir sofort gesagt, so ein Hirngespinst lässt sich ganz natürlich erklären. Du hast mir ja gefallen mit deinem lustigen Kobold. Au! Jetzt ist mir eine Eisenzange auf den Fuß gelegt. Au, so etwas Blödes. Das ist ein G'si. Wer? Eben der Bummuckel. Fangst jetzt schon wieder an mit dem gespullenen Kobold? Schau doch mal auf deine Schuhe. Da macht er gerade jemand den Schuhbändel auf. Kabis. Die gehen 100 Mal auf am Tag. Das ist doch keine Zauberei, wenn einem die Schuhbändel aufgehen. Für das braucht es gewiss kein Einzelmännchen. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Also jeder, komm. Du nicht so kindisch. Pass auf, du. Jetzt rutscht dir gerade das Portemonnaie zum Hosensack aus. Oh ja, verflixt. Wegen dem hat meine Frau schon manchmal gefuttert mit mir. Ja, weil ich das Portemonnaie nicht gut einpacke. Jetzt schau doch nicht so. Da spürst du kein Wunder. Nein, ein Wunder ist es nicht. Der Pummuckel ist es. Also jetzt verleidet es mir mit dem blöden Pummuckel. Ich komm dann wieder, wenn du vernünftig bist. Ja, weil ich gerade das Portemonnaie in der Hand habe. Ich bin von der letzten Woche noch 5 Franken schuldig. Da hast du es zurück. Ich habe leider nur Münz. Ja, Potz, jetzt lasse ich Klappi noch das ganze Geld fallen. Aber heute habe ich schon 2 linke Töpfe. Wo das überall hingerugelt ist. Oh, so etwas Blödes. Bis dahinter. Ich kann dir schon sagen, warum. Hilf mir gescheiter suchen. Augenblick, zuerst muss ich... Bummuckel, lass die Schlösser sein. Die sind nachher ganz verbogen, wenn du sie aber rührst. Was sagst du? Nichts. Ich weiss nicht, ob ich alles gefunden habe. Wenn ich noch am 5 bin, gibt er ihn sicher um. Wenn das so weitergeht, dann kann ja das noch schön werden heute Abend. Wieso? Ja, weisst, wir haben doch das 50-jährige Jubiläum vom Männerchor. Ich singe den ersten Tenor. Und wenn ich die Noten fliegen lasse, wie jetzt Münz, bin ich schön blamiert. Kein Kummer. Ich schaue, dass der Pummuckel da bleibt. Würdest du auch gescheiter singen mit uns, als so Märli-Geschichten zusammenzulügen? Wenn ich dir sage, der Pummuckel gibt's. Du hast es bis jetzt nur noch nicht gespannt. Dann steckt er von mir aus deinem Bummucker ins Westentäschli. Alter Spinner, du. Ciao. Adi. Ich bin Vergnügen beim Männerchor. Ah, gespunnene Kobold. Hänselmännli. Blöde Bummuckel, sagt er mir. Und das muss er büssen. Das lasse ich mir nicht bünden. Jetzt komm ich aus dem Fenster und saus zum Schlossermeister. Da einen go verschrecken, go nicken, go nicken, go nicken. Hey, Pumuckl! Ab und fort ist er. 5 Grad hinter dem Meier her. Gescheit am Recht. Wenn er der ein Fuchs, kann es nichts schaden. So, jetzt muss ich aber endlich das Kästchen fertig machen. Der Meister Eder hat sich ganz vergnügt an die Arbeit gemacht und leise von sich angelacht. Der Pumuckl aber ist in einem richtigen Koboldsgaracho hinter dem Schlossermeister Meier hergefahren. Unsichtbar natürlich. Frau Meier hat schon ein Zeitchen auf ihren Mann gewartet und hat nicht gerade die beste Laune gehabt, weil er so spät gekommen ist. Höchste Zeit, dass du kommst, Mann. Hast du vergessen, dass wir ein Männerchorfest wollen? Musst du noch rasieren und schön anlegen? Wo bist du ja so ewig lang gewesen? Reg dich nicht auf. Ich bin sofort fertig. Habe noch mit dem Meister Eder geredet. Der spinnt total. Das kannst du mir dann später erzählen. Rasier dich jetzt. Bin schon unterwegs. Wo ist mein Rasierpinsel? Denk dort, wo du ihn angelegt hast. Nein, das ist eben nicht. Oh, das Männervolk. Die finden schon nie nichts. Ich habe ihn. Abgekehrt ist er. Hm. Unter einem Brünneli gelegen. Ja, und die Rasierklingen. Die sind ja auch nicht da. Wo sind meine Rasierklingen?
Hast du es wieder gebraucht, um etwas aufzutrennen? Ja, sicher nicht. Schau unter dem Spiegel, wo es hingehört. Das sind sie nicht. Eine Sauerei ist das bei uns. Du, gell, Mann? Also bei uns ist keine Sauerei. Höchstens bei dir. Auf alle Fälle sind meine Rasierklingen nicht mehr da. Einfach fort. Gang ich halt unrasiert. Du willst doch nicht unrasiert das Fest. Oh, mal. Es ist noch nicht schlimm mit meinem Bart. Also, lass mal. Wenn ich es nicht finde. Warte, ich such das. Leg dich unterdessen an. Kannst du dir nachher noch rasieren? Warum hast du mir nur einen Socken angelegt? So ein Blödsinn. Ich leg dir jetzt allweg nur einen Socken an. Es ist aber nur einer da. Tatsächlich. Aber ich könnte schwören, ich habe doch ein paar Socken bereit gemacht. Gib mir halt andere. Hast aber nur ein paar schwarze. Warte, müsst doch nehmen, nur sie. Socken lösen sich doch nicht in der Luft auf. Ach, leg zuerst mal das Hemd an. Die Socken kannst du immer noch anlegen, ich find's schon. Wo sind die Manschettenknöpfe? Auf dem Kommödli. Nein, da ist keine. Dann schau in den Schubladen. Nein, das sind's auch nicht. Ja, Gottfried Stutz ist dann heute alles verhext. Da am Boden liegt einer. Du bist so nervös, dass du alles runterrührst. Ich habe nichts runtergerührt. Ja, ich vielleicht. Aber es kann doch nicht einfach alles spurlos verschwinden. Aha. Hast du wieder etwas gefunden? Ja, deine Rasierklinge. Zwischen den dreckigen Wäsch. Da haben wir's. Wenn du etwas aufräumst, dann rührst du es einfach irgendjemand an. Ich habe deine Rasierklinge sicher nicht in die Wäsche gerührt. Meinst du, ich selber? Ich habe es gar nicht in den Händen gehabt. Sag mir lieber, wo mein Smoking-Mäschli ist. Das ist gerade vorhin noch da gelegen. Da habe ich es selber gesehen. Wenn es da gelegen ist, dann liegt es auch noch da. Und wenn es nicht mehr da liegt, dann liegt es nicht mehr da. Du mit deiner ewigen Aufräumerei. Dann machst du alles durcheinander. Ich mache überhaupt nichts durcheinander. Ich suche deinen zweiten Socken. Such gescheiden mein Smoking-Mäschli. Ich kann ja andere Socken anlegen. Blaue von mir aus. Allweg! Blaue Socken zum schwarzen Kleid. Und wo ist Heimatland der zweite Manschettenknopf? Jetzt bring mich bitte nicht zum Häuschen aus. Keine Socken, kein Manschettenknopf, kein Mäschli. Und du willst noch ausgehen? Was hast du jetzt aber gerührt? Ich? Nichts. Was nicht? Da! Schau mal das Rasierwasser. Alles läuft ja auf dem Boden aus. Oh nein, grusig. Das Jammern nützt jetzt auch nichts. Putz auf und gib mir endlich meine Socken. Wenn ich es doch nicht finde. Dann leg ich halt rote oder gelbe an. Ich kann jetzt nicht mehr länger warten. Hast du jetzt ein Mäschli? Nein, ich lege Krawatten an. Oh, nicht die Frage. Also so lasse ich nicht gehen. Wenn alle anderen ein Mäschli haben, gehst mir du nicht mit einer Krawatte. Das ist mir Schnuppe Wurst. Und statt Manschettenknöpfe mache ich Schliessgoffen auf Hemd. Jetzt ist mir alles Wurst. So komme ich nicht mit. Kannst du allein gehen oder mein Billett von mir aus jemand anderem schenken? Wenn du überhaupt Billett noch findest in dem Durcheinander. Jetzt rutscht mir der Buckel ab. Billett sind auch nicht da. Gib mir das Portemonnaie, dort müssen sie drin sein. Da, bitte. Aber da sind sie nicht drin. Schwätz, kein Blech. Wo sind die Kogenbillette? Du musst es gar nicht mehr suchen. Ich komme meinen Weg nicht mit. Mir ist das ganze Fest verkleidet. Jetzt Birre, Äpfel, Zwetschgenbaum, Holunderstuden, Krusselbeere, Strauch, Amaranth. Gibt's denn so etwas? Das kann doch nicht sein. Jetzt hebt mich zurück, sonst passiert etwas. Alles ist vor. Zockenknöpfe und Smoking-Mäschli, Pinselklinge, Parfümfläschli. Alles ist vor. Und das allerletzte Billett hat er auch nicht mehr gefunden. Was für Billett? Er denkt, die Eintrittsbillett fürs Männerchor-Jubiläum. Jens hockt der Schlossermeister mit seiner Frau daheim, weil sie ohne Billett nicht ans Fest gehen können und beide jammern. Also, Pumuckl, das geht zu weit. Gut, der Meier ein bisschen fuchsen und necken von mir aus, aber seine Frau hat doch wirklich nichts dafür. Nichts dafür, nichts dafür. Der Pumuckl freut sich dafür. Ungeheuer, ganz ungeheuer. Das ist aber nicht anständig. Ständig anständig ist für einen Kobold unanständig. Trotzdem, das geht nicht. Wo hast du die Billett? Weiss nicht. Du? Das ist ja lustig. Ich habe die Billett gar nicht versteckt. Die sind ganz von mir eigen verschwunden gewesen. Lüg nicht, Pumuckl. Ich lüge nicht bei meiner Koboldär. Da! Da liegen ja die Billett. Wo? Da. Jetzt schau da her. Natürlich. Jetzt besinne ich mich wieder. Die hat der Meier da angelegt, wo er das Geld umgegeben hat. Nein, so etwas. Jetzt muss ich aber gerade übergehen und springen. Nein, Billett, verreisen, verbeissen, schliessen. Nichts ist, Pumuckl. Ein Spass ist ja schön und lustig.
Aber wenn er jemandem schadet, dann hört er auf. Ich gang jetzt gerade mal rüber. So, Haushalt! Und sag ihm noch einen schönen Koboldsgruß von mir. Und wenn er nicht an mich glaube, dann könne er sich die ganze Sache ja natürlich erklären. Ungebührlich, natürlich, Konfitürlich, gar natürlich. Aha, du bist es, Meisterreder. Ja, ich bin's. Ich wollte nur die Billette bringen. Was? Die hast du gehabt? Ja. Komm rein. Also weisst, jetzt fange ich dann langsam selber an Gespenster zu glauben. Das musst du in dem Fall nicht. Hast du es liegen gelassen bei mir? Das gibt's doch nicht. Wohl, das gibt's. Also ich kann mir nicht erklären, wie das hätte passieren können. Das geht ja in letzter Zeit wirklich unheimlich zu. Überhaupt nicht. Das ist ganz normal zugegangen. Ja, sag mal jeder, bist du etwa wieder geheilt? Nein, aber ich hoffe, du bist geheilt. Was ist los? Wir können gleich noch gehen. Ich hab Billett. Am Eder sein Hausgeist hat's verschleppt. Nein, das hat er eben nicht. Du hast es vergessen bei mir. Komm, streiten wir nicht. An allem war einfach dein Dings da schuld. Dein Lupfguckel, oder wie der heisst. Sind wir wieder Freunde, Eder. Ich glaube ja jetzt, dass du einen Hopfmuckel hast. Ob der Schlossermeister Meier wirklich an Pumuckel geglaubt hat, wissen wir nicht. Aber auf alle Fälle hat er mit seiner Frau einen schönen Abend gehabt im Männerchor. Auch wenn er blaue statt schwarze Socken und eine Krawatte statt einem Mäschli angehabt hat. Es ist auch nichts Unangenehmes passiert. Es ist nicht einmal jemand geklobt worden. Der Pumuckl ist in der Werkstatt eingeschlafen. So müde war er vom Sachen verstecken. Er hat träumt von seiner Koboldehr, von seinem Koboldstreich und vom Koboldgesetz. Und zwischendurch von den wunderschönen Sackspäuen in der Werkstatt. Versteckt und keinen entdeckt, was er versteckt. Keine, keine, nicht eine, gar keine. Da hat sich der Pumuckl allerdings gewaltig getäuscht. Ihr wisst doch alle, wer der Pumuckl ist. Oder etwa nicht? Der Pumuckl, das ist ein kleiner Kobold. Was ein Kobold ist, das wisst ihr aber. Oder auch nicht. Ein Kobold ist ein munziger, meistens unsichtbarer Hausgeist. Meistens ist er unsichtbar. Aber nicht immer. Es gibt nämlich jemanden, der seinen Kobold sehen kann. Der Schreinermeister Eder. Bei dem lebt tatsächlich so ein kleines, strubbeliges Männchen. Eben der Pumuckl. Der ist gerade etwa so gross, dass er auf dem Meister Eder seiner Hand hückeln kann. Und meistens ist er daran schuld, wenn plötzlich etwas verschwunden ist, wo man vorher schön ordentlich an seinen Platz gelegt hat. Der Meister Eder hat ganz allein gelebt. Er hat keine Gehilfe gehabt, keinen Lehrbub, keinen Hund, kein Büsi, keinen Kanarienvogel, keinen Goldfisch. Nur der Pumuckl. Ja, und von dem hat er auch die längste Zeit nichts gewusst. Bis dann einmal an einem Tag die Geschichte mit dem Leimkübel passiert ist. Und das war so. Schon den ganzen Tag ist es in der Schreinerwerkstatt wie verhext zugegangen. Ja, Sterne, Feufi, wie manchmal muss ich heute eigentlich noch meine Feile suchen. Ich habe sie doch gerade vorig Nacht noch angekleidet. Oh! Da liegt sie, auf dem Stuhl. Wie kommt denn die da an? Ja, da muss ich noch ein bisschen abfeilen. Und dann passt das Schloss aufs Töpfchen rein. So. Ja. Wo sind jetzt wieder die Schrauben? Donner und Doria, ich weiss doch ganz genau, dass ich die Schrauben da angetan habe. Oder bin ich schon so alt und vergessen? Es ist zum Stiegelisinnig werden. Die Schrauben sind nicht mehr da. Gottlob habe ich noch genug Schrauben in der Schraubenkiste. Hier wird ja Koppel nicht auch verschwunden sein. Oh. Nein, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Also, die ganze Kiste ausgeleert. Nägel, Schrauben, Mütterli, alles Krüse müsse durcheinander. Eine schöne Geschichte. Wenn jetzt Frau Möckli ihr ein Kästchen abholen will, bin ich natürlich wieder nicht fertig. Was ist denn das? Hat's da eine Maus in der Werkstatt? Wart noch, die kann ich gleich. Maus kann ich nicht verputzen. Noch keine Maus. Ah, dort ist sie. Jetzt hast du einen ausbeizen, du freche Maus. Ich rühr dir ein Holzscheit an. Oh, bei mir wirst du nicht fett.
Ja, so. Dort beim Leimköbel bist. Wart noch! Was ist denn das? Ein schöner Mist. Ich schnapp, glaub, über. Da ist ja ein rotes Viech an meinem Leimkübel kleben geblieben. Vielleicht ist das ein Vogel, der kann reden. Blödsinn, ich bin kein Vogel. Ich bin der Pumuckl und klebe an deinem dummen Kübel. Ich will nicht kleben, ich will leben. Weg, fui. Donner und Doria, das hat ja einen Kopf und zwei Füße. Und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen. Tatsächlich. Und alles ganz munzig klein. Das ist ja zum Lachen. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich will weg, fort und weg. Sei, tu doch nicht wie Letz. Ich hilf dir schon. Hoffentlich verbrichst du nicht, wenn wir dich anlangen. Blödsinn. Ein Kobold verbricht nie. Was bist du, ein Kobold? Natürlich, das sieht man doch. Und jetzt hilf mir endlich, dass ich von dem klebrigen, grusigen Kübel wegkomme. Langsam, du kleine Wicht. Ich bin ja schon dran. So, jetzt. Also, ich weiss wirklich nicht, ob ich wach bin oder träume. Ich kann dich ja klüben. Au! Ich klübe schnell, ich klübe geschwind. Ich klübe, weil ich es lustig finde. Nein, schau auch, wie der rumhüpft. 10 cm gross und hüpft wie ein Heugümper. Hör auf lachen! Sonst verstecke ich dir gerade wieder deine Feile. Ciao! Auf nimmer wiederfinden! La die Feile da! Nein! Du! Sag mal, du Loser! Bist du das gewesen, wo da immer alles versteckt hat? Der Pumuckl nickt, der Pumuckl versteckt und keinen entdeckt, was er versteckt. Der Meister Eder hat auch nichts gemerkt. Du meinst nichts gemerkt? Ja, das meine ich. Aber dann reimt sich's nicht und ich tu doch so gerne reimen. Ich hab's aber gleich gemerkt, dass du das gewesen bist, wo alles zunder Opsi gemacht hat. Aber nur weil ich sichtbar worden bin. Der dumme Leim hat doch willen auf die Seite kumpen wegen dem Holzscheit. Da bin ich ja der blöde Leimkübel angekommen und dran kleben geblieben. Ich könnte mir zwei Haare ausreißen vor Wut. Du hast ja noch genug Haare auf deinem Wuschelkopf. Es würde überhaupt nicht schaden, wenn du dich mal ein bisschen strehlen würdest. Strehlen? Pfui! Sichtbar sein! Pfui! Ich bin sichtbar! Sichtbar sein ist die grösste Schande für einen Kobold. Ja, noch. Das ist doch kein Grund zum Heulen. Ich bin auch sichtbar und brülle nicht. Aber du bist ein Mensch. Du musst sichtbar sein. Aber ich... Wieso? Das verstehe ich nicht. Bist du denn sonst nicht sichtbar? Nein, nur weil ich leben geblieben bin. Wenn ein Kobold an einem menschlichen Gegenstand hängen bleibt oder von einem Menschen gehebt wird, dann wird er sichtbar. Das ist Koboldgesetz. Ui, da kommen ja direkt Hühnerhaut über. Aber von mir aus kannst du gern wieder unsichtbar werden. Wer mich einmal gesehen hat, der wird mich immer sehen. Koboldgesetz. Unsichtbar bin ich nur noch für die anderen Menschen. Koboldgesetz. Ein dummes Gefühl, wenn man sichtbar ist. Ein kacke dummes Gefühl. Aber los einmal. Wenn du jetzt fortläufst, weit weg und nie mehr kommst, dann kannst du doch unsichtbar bleiben. Ich muss aber für immer und ewig bei dem bleiben, wo mich gesehen hat. Kobold! Gesetz! Ich weiss eigentlich nicht, ob mir das passt, dass du jetzt immer da bleibst. Ich weiss es auch nicht. Aber es ist ja so. Eine schöne Geschichte. Und ich bin noch rundum voll Leim. Warte, ich hole mal ein bisschen warmes Wasser. Vielleicht ist es ganz gut, dass du da bist. So ein Heinzelmännchen kann man manchmal brauchen. Heinzelmännchen! Sag das nie mehr! Heinzelmännchen, pfui! Was hast du? Heinzelmännchen sind doch... Ein elendes Lumpenpack! Die arbeiten ja alle, pfui! Ja, bist du denn kein Heinzelmännchen? Blödsinn, ich bin ein Kobold. Ein Kobold, der's lustig hat, juppei die, tralala. Die Heinzelmännchen sind blöd und dumm, die arbeiten fleissig und krampfen sich rum. Pfui! Also bei mir da in der Werkstatt wird auch geschafft. Ich muss auch Tag aus, Tag ein fleissig sein. Aber ich nicht. Ich pfus lieber in den Hobelspö. Da ist es schön warm und weich. Sichtbar sein macht einem Schüli müde. Excuse, aber ich muss jetzt ein bisschen abrücken und schlafen. So. Aber nicht da in den Hobelspö. Wieso nicht? Da muss ich doch wischen zu Abend, wenn ich die Werkstatt aufräume. Nein, das muss nicht. Mal, das muss ich. Ordnung muss sein. Und dann rühre ich Diamanten noch fort mit den Hobelspö. Nein, das machst du nicht. Der Kelly leitet sie wirklich einfach an. Grusig müde
macht sichtbar sein. Mach die Augen zu und schlaf gerade ein. Und Dichter tut er sogar noch im Halbschlaf. Ja, ein Dichter und ein Kobold ist präzis gleich.